Kevin, die nächste Mission ist äußerst wichtig. Das Öl hält unsere Gesellschaft am Leben. Weder unsere Verteidigung noch unser Transport sind ohne Öl möglich. So fahren unsere Schiffe und fliegen unsere Flugzeuge. Ohne Öl gibt es keine Elektrizität, keine Heizung, keine Medizin, kein Plastik. Wir würden in Höhlen leben, wenn die nicht alle überflutet wären. Du musst die Bohrinsel erobern und den Ölnachschub für die Armee sicherstellen. Extrahiere Rohöl. Schicke deine Flotte aus, um die Bohrinsel zu erobern. Ausgezeichnet. Wie heißt es? Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert die Welt. Wir haben ein Notsignal von einer unserer Plattformen in deiner Nähe empfangen. Diese Raiders werden langsam arrogant. Wenn um eine Plattform herum keine Verteidigungstürme stehen, kann sie leicht eingenommen werden. Bereite dich auf eintreffende Feinde vor. Mit einem Doppelklick auf deine Plattform rufst du den Baumodus auf. Baue 5 Türme, indem du auf die entsprechenden Symbole bei den Bauplätzen klickst. Drücke die rechte Maustaste, um den Baumodus zu verlassen. Am oberen rechten Bildschirmrand siehst du deine Haupt- und Nebenziele. Verstärke die Verteidigungstürme mit Truppen, um den Angriff auf die Plattform abzuwehren. Wenn dein taktisches Geschick wächst, stehen dir mehr Technologien zur Verfügung. Jedes Mal, wenn du feindliche Truppen zerstörst, gewinnst du Erfahrung. Mit Erfahrung kannst du neue Fähigkeiten und Technologien kaufen. Klicke die blinkende Schaltfläche oben an, um den Technologiebaum zu öffnen, oder drücke T.
Klicke die Radar. Jetzt ist eine Drücke Escape oder T, um den Technologie. Aktive Fähigkeiten werden auf der Fähigkeitenleiste angezeigt. Benutze die Radarfähigkeit, um feindliche Verteidigungen und Einheiten auf der dritten Plattform zu entdecken. Dein Hauptziel ist es, Öl zu fördern. Befreie das Gebiet möglichst von den Raiders. Aber wenn die Situation außer Kontrolle gerät, dann hol einfach das Öl. Türme können nicht um Bohrinseln gebaut werden. Lass einige Einheiten zurück, um deine Ressourcen zu bewachen. Das Öl muss uns gehören.
einen Stapel Ölfässer gefunden. Ich wusste, dass man dir diese Mission anvertrauen kann. Nicht weit von deinem Standort wird eine große Ölraffinerie gebaut. Die letzten Daten zeigen, dass die Raiders diese Gewässer eingenommen haben. Wir wissen nicht, was sie mit der Raffinerie gemacht haben. Wir verlieren jede Menge Öl, wenn sie den Bau sabotieren. Schön, dass sich deine Lektionen gelohnt haben. Ich habe dir Verstärkung geschickt. Besiege die Raiders und erobere die Raffinerie zurück. Du hast Verstärkung durch Fischerboote erhalten. Sie sind mit einem Maschinengewehr und einem Mörser ausgerüstet. Sie sind schnell und effizient, besonders beim Einsatz gegen feindliche Plattformverteidigungen. Bunker sind effektiv gegen Piranhas, doch Fischerboote haben keine Probleme mit ihnen. Diese Plattform ist umgeben von Artillerietürmen. Die Piranhas allein reichen nicht aus, um sie auszuschalten. Teile deine Einheiten in zwei Gruppen auf, um beide Plattformen so schnell wie möglich einzunehmen. Wähle die Bohrinsel. Klicke die blinkende Schaltfläche an, um schicke die ausgewählten Piranhas zum Bootcamp. Wähle erneut die Bohrinsel und schicke den Rest der Einheiten zur Werft. Drücke F, um dich auf die Action zu konzentrieren. Bewege den Mauszeiger über eine Einheit und drücke F, um ihr zu folgen. Erhöht die Baugeschwindigkeit von Türmen und wende die Schnellbaufähigkeit auf eine verbündete Plattform an, um dort die Baugeschwindigkeit von Türmen und Einheiten zu beschleunigen. Nimm jetzt alle anderen Plattformen ein.
baue um deine Plattformen Verteidigungsanlagen auf. Auf eintreffende Feinde vor. Lass dich nicht von den Raiders zurückdrängen. Setze alles Öl ein, das du sammeln kannst, um sie aufzuhalten. Eine Verbesserung der Türme wird empfohlen. Begib dich in den Baumodus und klicke die Verbesserungsschaltfläche an, um die Türme mächtiger zu machen. Wenn alle Türme gleichzeitig verbessert werden, ist die Plattform ohne Verteidigung. Drücke die Leertaste, um schnell zum aktuellen Ereignis zu springen.
Was ist dieser Schrotthaufen, der über die Canyons fliegt? Anders als Seeeinheiten können fliegende Einheiten jedes Ziel erreichen, da es für sie keine Hindernisse gibt. Raiders dürfen unsere Ausrüstung nicht stehlen. Diese Plattform gehört den Sharks. Endlich haben wir zurückerobert, was uns gehört. Noch ein Luftschiff in der Luft. Bereit machen zum Angriff. Stopp! Sie zeigen die weiße Flagge. Mal sehen, was sie wollen. Kommandant, wir haben ein Luftschiff erbeutet. Ein Pilot lebt noch und ist bereit zu kooperieren. Er zeigt uns, wo sich die Basis der Raiders befindet. Im Austausch gegen sein Leben und Öl. Es ist lange her, seit ich versucht habe, zwischen den Müllhaufen ihr sogenanntes Neu-Venedig zu entdecken. Diese Chance müssen wir nutzen. Na los, mach die Raiders fertig! Ich bin bereit, Sir. Um Truppen zu mehreren Plattformen gleichzeitig zu schicken, musst du die linke Maustaste drücken und den Zeiger über die markierten Plattformen ziehen. Oh, so schlecht war mir nicht mal in den schlimmsten Stürmen. Wie zum Teufel fliegt dieser klapprige Schrotthaufen überhaupt? Oh, ich glaube, mein Essen will wieder raus.
Drücke 0, um alle verbündeten Plattformen auszuwählen. Drücke V, um die Kamera auf die am schwächsten verteidigte Plattform zu zentrieren. Noch ein bisschen mehr, dann haben wir genug Öl für die Verräter. Gib diesem Verräter sein Öl! Ich habe die Koordinaten des Raiders-Lagers. Kommandant, Minenfeld entdeckt. Deshalb hat er die Koordinaten des Lagers so schnell herausgerückt. Die meisten Einheiten unter deinem Befehl werden untergehen, um den Weg freizumachen. Aber es muss sein. So, ich habe eine Idee. Setzen wir ihre eigene Waffe gegen sie ein. Ich kann mich mit dem gekaperten Luftschiff ihren Hütten nähern. Das Problem ist, dass die schwachen Waffen keinen großen Schaden anrichten können. Gute Idee. Greif sie nicht an, sondern setze einfach eine Markierung für einen Napalmangriff. Dann verbrennen wir sie. Verstanden. Schwebe mit einem Luftschiff über jeder Hütte der Raiders, bis das Napalm einschlägt. Wenn sie unabhängig von der Flotte losgeschickt werden, können fliegende Einheiten beliebige Plattformen erreichen, da sie nicht auf verfügbare Seestrecken angewiesen sind.
verbrennt sie! Napalm ist bereit für den nächsten Angriff. Verbrennt sie! Du hast einen Stapel Ölfässer gefunden. Napalm ist bereit für den nächsten Angriff. Verbrennt sie! In die Schrottpresse. Keine Bedrohung. Unsere Gewässer sind sicher. Du hast deine Aufgaben bewältigt, Kevin. Du solltest den Deserteur ausschalten und das Öl zurückholen. Es darf nicht an Verräter verschwendet werden. Musik.